gefällt mir am besten. Es lässt deine Augen funkeln. Tatsächlich. Ich gebe dir 2 zum Preis von 1. Wow. Du schon wieder. Gehört der Laden dir? Nein, meinem Vater. Wie viel? Das macht 800 Rupien, bitte. 800 Rupien? Okay, okay. Für dich 55. Unglaublich. Also, lässt dein Vater dich hier immer allein? Nein. Er ist weg und kämpft gegen die Rebellen. Oh. Dann hat die indische Armee ihn einberufen? Nein, er ist Freiwilliger. Wirklich? Tja. Also ich an seiner Stelle würde dich nicht hier allein lassen. Okay. Das sind 300. Gegenvorschlag. 400 Rupien plus Ganesha. Den willst du nicht. Er ist kaputt, siehst du? Sag bloß, du kennst die Geschichte nicht. Ganesha kämpfte mit Parashurama, als er die Tür seines Vaters bewahrte. Um die Ehre seines Vaters zu verteidigen, Shiva. Und dabei wurde ihm der Stoßzahn abgehackt. Hm, interessant. Jedenfalls ist er unverkäuflich. Auf die Minute. Okay, hier. 600 Rupien. Der Rest ist für dich. Hey, warte! Hey, ich kann dir helfen. Oh, und was kostet mich das? Auf diesem Laster sein, bevor er fährt. Also, dein Ganesha. Ernst, was willst du dafür? Nicht zu verkaufen. Verzeihung. Was? Versteh mich nicht falsch. Gute Technik beim Rossziehen. Aber ich möchte meinen Ganesha zurück. Bitte. Schön. Aber nicht schlecht, Kleiner. Es darf niemand über diese Brücke gehen. Es ist zu gefährlich. Hör zu, Schatz. Es war nett mit dir. Aber du musst jetzt wirklich gehen. Ich habe im Laden noch ein Bett. 300 Rupien. Das beste Angebot in Indien. Okay. Nein, danke. Ich muss auf diesen Laster. Keine gute Idee. Die Rebellen, die tun Leuten weh, weißt du? Hör zu. Ich muss meiner Freundin helfen, okay? Pass auf. Wenn ich zurück bin, Pizza Party. Deal? Deal. Gut. Scheiße. Verdammt. Sir, nicht. Sir, bitte. Oh Gott. Mein Dad, wir waren Eis essen und ich will ihn nicht mehr. Ich kann nicht ohne ihn nach Hause. Ganz ruhig, ganz ruhig. Was ist passiert? Er stand da drüben. Ich habe mit dem Mann gesprochen. Und als ich mich umdrehte, war er weg.
Okay, rote Tür. Das ist sie. Besser als nichts. Dann mal los. Ist nur ein Kriegsgebiet. Alles ein Kinderspiel. Ich habe wohl keine Wahl. Hey, Moment. Warum so eilig? Woher weiß ich, dass du hier nichts reinschmuggeln willst? Arme hoch. Hey. Gefährlich draußen um die Zeit. Hey. Wo wohnst du? Bist du taub oder was? Antworte jetzt. Wo du wohnst, habe ich gefragt. Bei Rafter. Ich hab gerade zu tun. Das kann warten. Ja, Sir. Komm nach drin. Verstanden. Du kommst mit. An die Waffe. Sir, was ist mit dir? Lass sie durch. Du hast ihn gehört. Ab mit dir. Wir haben Glück, dass ich woanders hin muss. Der Tür. Schenk. Falscher Weg. Nicht zu gebrauchen. Wenn ich sie verkaufen kann, will ich es nicht. Das hätten wir. Thank you.
kannst im Laster schlafen. Nein, danke. War's das dann? Fast. In der Gasse sind noch welche. Okay. Heute Nacht geht's los? Ganz kaum erwarten. Verdammt. Super Timing. Nein, Asaf sagt noch eine Woche. Noch eine Woche? Ja. Pink, Lotus. Was soll das heißen? Sagt, er braucht mehr Vorbereitungszeit. Die Regierung hält uns für einen. Das werden wir nicht mehr lassen. Hier seit Wochen. Wann geht es weiter? Nicht bevor wir hier fertig sind. Jedes Stückchen. Wir müssen uns versteckt halten. Die Armee hat ihre Augen überall. Du Scheiße. Okay. Aktives Kriegsgebiet. Armee meint es ernst. Ah, Big Lotus. Habe ich mir anders vorgestellt. Zwei Ziele. Das Lager und dann... Du bist hier falsch, Mädchen. Was zur Hölle? Entkommen, Kleines. Du bist zu spät, Fraser. Mach dich auf, dich zu sehen. Scheiße, sie haben unsere erste Einheit verlegt! Halten Sie auf! Verdammt, was sollte das? Ich dachte, du bist Profi. Ach, bleib locker. Dann lebst du länger. Locker? Ich habe Wochen gebraucht, um Asaf zu finden. Der Mann ist absolut unberechenbar. Er ist nur ein Kriegshetzer ohne eigenen Krieg. Nein, du kennst ihn nicht so wie ich. Er ändert Ort- und Ablaufpläne stündlich. Wir dürfen keine unnötigen Risiken eingehen. Wir? Lass uns eins klarstellen. Das ist meine Show. Und deswegen machen wir es auf meine Art. Entscheide dich.
Er ist der mit dem Bart. Na bitte, geht doch. Sexy. Wenn man Psychopathen mag? Niemand ist perfekt. Das Basislager? Ganz oben, Balkon. Okay. Dann mal los. Hatte unsere Route schon geplant. Aber jetzt suchen sie nach uns. Was schlägst du vor? Ich überleg mir was. Lächeln, Asaf. Komm schon, ich helfe dir hoch. Ja, bitte. Und jetzt? Geduld. Und hoch. Echt jetzt? Echt. Vorsichtig. Sicher, dass das sicher ist? Nein. Nicht, dass die uns sehen. Na los, hier entlang. Dir ist klar, dass wir uns von Asafs Versteck entfernen? Ja, wir nehmen den langen Weg. Jetzt weiß ich, warum du immer zu spät bist. Erledige ihn. Nein, ich schalte ihn aus. Cobra 1 für Cobra 5, over. Empfang, Cobra 1. Geh zum Pink Lotus, da ist was los, over. Verstanden, Cobra 1. Scheiße. Bleib hier. Tja, sie macht ihrem Ruf alle Ehre. Entschuldigung. Wir machen um Kisten lieber einen Bogen. Okay, klingt gut.
Scheiße. Gibt's günstiges Büromaterial, falls du was brauchst. Bist du bei einem Job immer so gesprächig? Ja. Ich brauche nur einen Moment. Nummer eins. Oder auch so. Suchen wir die Scheibe. Herzlichen Dank. Du stehst dann bitte Schmiere, okay? Ja. Antiquitätenladen. Er war wohl sehr fleißig. Was glaubst du, was das alles wert ist? Genug, um seine kleine Revolte noch ein wenig länger zu finanzieren. Oh, schrecklich. So viele neugierige Katzen. Apropos. Touché. Das stört dich nicht? Das sind alles indische Artefakte. Ist nicht mein Kampf. Zerstörer und Wandler. Salah und der Tiger. Vielleicht ist er näher als gedacht. Das wird niemand vermissen. Ich leih mir das mal aus. Fraser. Mhm. Komm her. Vielversprechend. Verschlossen. Nicht mehr lange. Was war das für eine Karte? West Gates, Hoysala-Gebiet. Scheiße. Nein, schon gut. Nichts, was wir nicht schon wussten. Nadine. Ross. Eine angenehme Überraschung. Ah, ah, Vorsicht, Männer. Dieser Tiger hat Krallen. Asaf? Ach, all die Jahre. Und du bist keinen Tag älter geworden. Sehr charmant. Suchst du etwa Arbeit? Ich höre, Shoreline steht unter neuer Leitung. Ein kurzer Rückschlag.
Damit werde ich schon fertig. Na klar, na klar. Aber schade. Meine Männer und ich könnten jemanden wie dich brauchen. Was machst du hier? Denn das ist nicht gerade dein Spezialgebiet. Es ist eine sehr schöne Sammlung, muss ich sagen. Chloe Fraser. Ich sammle Antiquitäten. Eine Diebin. Du arbeitest für eine Diebin. Sir, wir haben ein Problem. Ich bin gleich da. Die Scheibe. Oh, stimmt. Die Scheibe. Also, zuerst hielt ich sie für einen gewöhnlichen Rebellen. Aber sie haben es geschafft, das Reich der Hoysala zu finden. Gar nicht schlecht. Ihr größter Schatz. Ganeshas Stoßzahn. Das ist kein leichter Fund. Was tust du da? Drei persische Invasionen, drei verschiedene Kriege und nach all den Jahren hat ihn keiner finden können. Wir sind dran. Seid ihr nicht. Und eure einzige Chance, die ihr habt, um seinen Aufenthaltsort zu finden, ist jemand, der euch dabei hilft, dieses Artefakt zu verstehen. Jemand mit umfassendem Wissen über die Hoysala-Gesellschaft. Ganz genau. Ja. Ein Experte für ihre Kultur und Geschichte. Mein Honorar ist angemessen. Eine Parasitin, die unseren Kampf ausnutzt, um sich die eigenen Taschen zu füllen. Das heißt also nein? Es kann nur nein. Du hast Schneid. Gefällt mir. Aber ich brauche nicht noch mehr sogenannte Experten. Erschießt sie, werft die Leichen in den Fluss. Nicht nötig. Wir werfen uns selbst raus! Wieder nach! Das ist das! Das ist die Idee! Oh, Scheiße! Hier! Na los! Wir müssen rüber in den Fluss! Ich hab sie auf! Oh! Okay. Verdammt, was sollte das eben? Nicht elegant, aber effektiv. Du wolltest mich ans Messer liefern, oder? Das nennt man improvisieren. Oh, wer ist jetzt hier unprofessionell? Was zur Hölle soll das heißen? Das heißt, du hast Asaf einen Vorsprung verschafft. Ich frag mich langsam, ob du die 50% wert bist. Wusste ich's doch. Du wolltest mich verraten. Du kannst einfach nicht aus deiner Haut. Du weißt gar nichts über mich. Übrigens, der Letzte, der mich verraten hat, ist tot. Da ist ein Fluss. Ja, und wehe, dein Typ ist nicht da. Shit! Okay, Zeit zu verschwinden. Na los, direkt hinter dir. Keinen Kopf. Also, das ist gefährlich. Link! Oh nein! Ach, nicht. Komm schon. Bleibe noch. Ja, weiter. Auf. Oh, also echt jetzt. Regnet es nicht in Strömen.
runter. Und los geht's! Und wie sieht's aus? Ganz gut. Sollten in einer Stunde da sein. Gut. Ganeshas Stoßzahn. Kein Wunder, dass die Hauptstadt der Häuserla geplündert wurde. Schau dir das Ding an. Glück gehabt? Ich brauch kein Glück. Also etwas Glück könnten wir gut brauchen. Denkst du immer noch an Asafs sogenannten Experten? Keine Sorge. Wenn Asaf nicht schon in dem Guts ist, dann ist er dicht hinter uns. Und er hat Transporter, Waffen, hunderte Männer. Wie gesagt, keine Sorge. Könnte ein Schlüssel sein. Vielleicht. Mal sehen. Okay. Der Dreizack. Aganeshas Waffe. Pfeil und Bogen gehörten Parashurama und die Axt war ein Geschenk von Shiva. Die große Schlacht. Was? Die Schlacht, in der Ganesha den Stoßzahn verlor. Wenn wir diese Symbole finden, finden wir ihn. Nicht schlecht, Fraser. Naja, du kannst meinem Vater danken. Hindu-Mythen waren sein Ding. Hat abgefärbt. Er muss stolz sein. Die Sonne geht auf. Ich mach mich fertig. Gute Arbeit. Ziemlich weit, um einen Streit beizulegen. Für meinen Seelenfrieden, okay? Schöne Aussicht. Sieh mal. Wie seltsam. Ich zweifle nie wieder an dir, Chloe. Ist das Häusala? Häusala. Das ist kein modernes Bauwerk, also sind wir auf dem richtigen Weg. Was? Mir gefällt das nicht. Dir gefällt nie etwas. Nein, wir sind fast 100 Kilometer gefahren, ohne eine Spur von Asaf. Denk positiv. Vielleicht sind wir ihnen ja voraus. Unwahrscheinlich. Ich such den Stoßzahn. Asaf gehört dir. Verstanden. Wir treffen uns beim Wagen. Yep. Ah, wo ich ihn abgestellt habe.